Moin. 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 Ja, Mensch, Leute. Moin ist doch normalerweise nicht eine Begrüßung wie guten Morgen. Die alten Nordfriesen wissen das doch. Moin hat doch mehr damit zu tun mit ich mach's gut, mach einen guten Weg. Kommt ja, wenn ihr in Dänemark durch die Orte fahrt und ihr fahrt raus, da steht auch Moin. Das heißt, ich wünsche euch eine gute Fahrt, ich wünsche euch einen guten Weg. Und deshalb wünsche ich euch und Ihnen und uns das auch. Es gibt heute hier oben im Norden zwei Gipfeltreffen. Das eine ist heute Abend beim Handball. Da spielt Flensburg gegen Kiel oder Flensburg gegen den Rest der Welt. Und das zweite Gipfeltreffen ist hier. Denn wenn Nordfriesland Spitze sein will, dann heißt es, sich heute Gedanken zu machen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben eine 8-stündige Veranstaltung für Sie vorgesehen. Die Türen werden jetzt abgeschlossen. Alles wird gut. Mein Name ist Carsten Kock. Ich komme von diesem komischen Sender RSH. Das ist die Abkürzung für Recht sonderbarer Haufen. Und einer soll sozusagen ein bisschen durch den Nachmittag führen. Ich bin aber nicht Ihr Gastgeber, sondern es gibt Vordenkerinnen und Vordenker hier im Kreis Nordfriesland. Und zumindest zwei besondere Köpfe möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Auf der einen Seite den Landrat, unser Stellvertreter. Herzlich willkommen, Dieter Hasen, und herzlich willkommen, Uwe Schwang. Ich glaube, ihr dürft von da oder wollt ihr bei mir? Mir ist das egal. Machen wir erstmal offiziell. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und ich möchte sagen, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so, wenn wir unser Klimaschutzkonzept vorstellen, wenn wir auch das festlegen, was in die Zukunft reicht, dann machen wir immer klar, dann darf das keine Angelegenheit von wenigen sein, sondern dann muss das ein sehr breites Bündnis sein, das sich auch auf den ganzen Kreis erstreckt. So etwas ist auch von wenigen gar nicht zu leisten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich so ein würdiges Ereignis auch filmisch festhalten. Herr Tiefensee wird dazu die Aufnahmen machen. Ich setze Ihr Einverständnis voraus, ansonsten müssen wir darüber reden, dass wir Personen nachher dann noch rausschneiden. Ich stehe hier nicht alleine vor diesem Mikrofon, sondern ganz bewusst steht neben mir mein zweiter Stellvertreter Uwe Schwalm. Es ist bekannt, dass er von den Grünen ist und wenn man schon mal einen Stellvertreter hat, der von den Grünen kommt, dann ist es prädestiniert, dass er dieses Thema Klimaschutz auch mit mir ganz eng abgestimmt bearbeitet. Er hat wesentlichen Anteil an der Vorbereitung dieser Veranstaltung und auch an der weiteren Arbeit dieses Projektes und deshalb möchte ich Uwe Schwalm jetzt hier das Wort übergeben. Herzlichen Dank. Wodurch das nun so genau alles in Gang gekommen ist, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Ich bin seit 1995 im Kreistag und 11 Jahre lang haben die Grünen da immer wieder mal Anträge gestellt zu Energie und Umwelt. Die wurden alle abgelehnt. In einer Tour abgelehnt. Das war ziemlich frustrierend, egal welche Mehrheiten da waren. Da hätte man glatt die Lust verlieren können. Haben wir aber nicht. Und dann doch anhalten zu kriegen. Ende 2007 war es dann endlich soweit. Da hatten wir uns nochmal Mut gefasst und hatten gesagt, das würde uns doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir in diesem tiefliegenden Kreis hier rings umgeben von Deichen, wenn wir uns da für den Klimaschutz engagieren. Und Abstimmung, fast alle Hände hoch. Der Bann war gebrochen. Plötzlich hatten wir eine überwältigende Mehrheit. Es wurde eine AG eingerichtet. Wir suchten dann ein Leitziel. Ich habe mir dann auf der Fahrt von Tarting nach Husum überlegt, es wäre doch ganz schön zu sagen, Nordfriesland soll klimafreundlichster Kreis Deutschlands werden. Nie im Leben hatte ich damit gerechnet, dass das so wird. Abstimmung erst in AG, dann im Kreistag fast alle dafür. Dann hatte ich gedacht, eine Drittelstelle, die das koordiniert in der Verwaltung, das wäre doch vielleicht auch nicht schlecht. Habe dann eine ganze Stelle gefordert, ich habe gedacht, nachlassen kann man immer noch nachher. Ganze Stelle wurde genehmigt. Also irgendwie muss die Zeit reif gewesen sein, da wie das im Einzelnen zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wir haben dann Antrag gestellt auf Förderung für ein Klimaschutzkonzept. Sigmar Gabriel war damals Umweltminister im Bund, hat uns dann insgesamt 160.000 Euro zur Verfügung gestellt, haben im Büro gesucht, Wuppertal-Institut,
Die haben uns ganz schnell davon überzeugt, dass die Richtigen für uns sind. Ich habe die dann mal gefragt, warum macht ihr das? Diese weite Entfernung, es gibt zwar Zugverbindungen, aber ist doch immer ein ganz schöner Angang. Da haben die mir gesagt, ja, es ist für die ein besonderer Reiz in einer Region, die persönlich, danke, die so betroffen ist von dieser Situation und auch so ein Potenzial hat, dagegen anzugehen. Dieses Spannungsfeld, das hat mich sehr beeindruckt. Ein bisschen Geld gab es natürlich auch noch dafür nachher, aber das war also ein wichtiges Argument. Die haben uns dann ein Konzept erstellt mit 80 konkreten Maßnahmen, davon hören wir nachher noch was. Inseln und Halligen, die hatten sowas Ähnliches vor wie wir, mit denen haben wir dann uns zusammengetan und als Krönung haben wir dann letzte Woche noch 100.000 Euro für Klimaschutzmanagementstelle gekriegt, die wir für 3 Jahre finanziert kriegen mit 65%. Das zur Vorgeschichte. So, und genau jetzt sind wir mit den Planungen fertig und genau jetzt kann es losgehen mit der Praxis. Und genau jetzt ruft die Bundesregierung die Energiewende aus. Also wenn das kein perfektes Timing ist, dann weiß ich auch nicht. Die internationalen Signale, zum Beispiel aus Südafrika, die sind ja noch nicht so unbedingt positiv, was den lang ersehnten Durchbruch angeht beim weltweit koordinierten Klimaschutz. Aber ich finde, da sollten wir sagen, jetzt erst recht und dann eben von unten nach oben und wir sind vorne mit dabei. Und da bin ich richtig ein bisschen stolz auf meinen kleinen Heimatkreis Nordfriesland, dass das hier möglich ist und mit welcher Einvernehmlichkeit wir dabei vorgehen. Es geht dabei ja nicht nur um Idealismus, man kann damit sogar Geld verdienen, das hat sich inzwischen ja auch rumgesprochen. Und das sollte man auch nicht kleinreden. Und zwar Geld verdienen nicht nur mit den Erneuerbaren, sondern auch mit Einspar- und Effizienztechniken, Beratung, Installation, Wartung, Reparatur, niedrige Energiekosten. Das spült insbesondere, wenn auch eher unauffällig, Geld in die Kassen erstmal von Handwerk, Haushalten, Kommunen. Das wird in der öffentlichen Diskussion nicht immer besonders hoch eingeschätzt, ist aber auch mitzunehmen, finde ich. Sie sehen und werden heute noch sehen, es gibt viele Vorteile von dem, was wir hier vorhaben. Allerdings kann sowas Komplexes, allein schon die Veranstaltung, die wir hier heute durchführen, natürlich nicht von einem oder von wenigen durchgeführt werden. Da sind viele Aktive notwendig. Und stellvertretend für die vielen möchte ich an dieser Stelle heute meinen besonderen Dank aussprechen für die Verwaltung, Annemarie Lübcke, Andreas Doll, Burkhard Janssen, Hartmut Pohl und nicht zuletzt dem Landrat selbst, den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag für ihre Beschlüsse, dem Wuppertal-Institut, allen Referenten und Aktiven des Rahmenprogramms. Und ich danke allen Gästen, die hier und heute ihr Interesse zeigen und die wir so dringend brauchen als Multiplikatoren für die Umsetzungsphase, mit der wir jetzt beginnen wollen. Ich wünsche uns allen dabei ein frohes Schaffen, erstmal für die nächsten 10 Jahre. Packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank. So macht Uwe das eine Hand ein bisschen hier, den erzählen wir mal ein bisschen. Was machst du eigentlich so? Ich war gerade hier auf dem Herrenklo, darf man ja erzählen. Und dann stand ich mit einem ganz jungen Mann hier, der auch an den Ständen ist, und wir drückten auf diesen Papierspender. Und dann verbraucht wieder ein bisschen Strom. Wie gesagt, das müsste eigentlich als erstes abgeschraubt werden. Was macht denn Uwe Schwalm, wenn es um das Thema Klimaschutz oder Ähnliches geht? Abends durchs Wohnzimmer laufen und alle Fernsehgeräte ausschalten? Oder was ist bei dir sozusagen dein Beitrag? Das Mikrofon kriegst du nicht, dann redest du zu lang. Du kennst mich ganz gut. Also diesen Papierspender habe ich nicht, ne? Das weißt du. Ich habe dafür einen 5000-Liter-Tank im Rasen, dass ich meine Toilette nicht mit aufbereitetem Trinkwasser spülen muss. Dann habe ich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage und ich habe mein Haus in Tating direkt an den Hauptbahnhof gebaut. Wenn da der Zug tütet, dann kann ich loslaufen, dann kann ich noch rechtzeitig zum Kreistag mit dem Zug kommen. Ich habe dann in Husum mein Fahrrad in der Radstation für 70 Euro im Jahr, Jahresbeitrag stehen. Dann kann ich also, ich fahre bei Regen manchmal auch mit dem Auto, aber da bin ich jedes Mal. Das ist klar. Aber fahre dann auch zur Schule, meine 7 Kilometer von Tating St. Peter fahre ich mit dem Rad. Da schummel ich allerdings ein bisschen, da habe ich eben so ein E-Rad. Ab 60 darf man das, habe ich gelesen.
Du bist ja aus Sicht von Jopi Heses, bist du erst in der Pubertät. Ja. Bloß man muss aufpassen, dass man da kein schlechtes... Danke. Kein schlechtes... Das dauerte ganz schön lange. Das war ein Zickerwitz. Also, dass man kein schlechtes Gewissen hat mit diesem E-Rad. Dann habe ich den Stromanbieter gewechselt und bin jetzt bei Greenpeace Energy. Dieter Hahn, ja. Das ist immer einen schweren Kommen gegen so viel Leistung gegen einen. Nein, nein, das will ich gar nicht erst versuchen. Also so viel habe ich also da jetzt nicht an der persönlichen Beiträgen schon aufzuzählen. Aber eines will ich doch sagen. Glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, was mein Privatwagen für einen CO2-Ausstoß hat, dass der unter 100 ist, knapp unter 100, deutsches Fabrikat im Übrigen, dann glaube ich, habe ich damals, mehr will ich aber nicht sagen. Vorne B, hinten MW, aber er wird es nicht sagen. Aber dann habe ich ganz bewusst, diese Entscheidung auch nach Klimaschutzgesichtspunkten getroffen. Das war auch in der Familie schnell abgestimmt, dass das für uns das Kriterium war. Aber Sie sind noch nicht fertig mit dem Tun? Nein, wir sind nicht fertig mit dem Tun. Und was zu Hause immer ein Thema ist, sind die ganzen Standby-Geräte. Da gibt es auch, hat der Junior etwas konzipiert, dass die automatisch dann ausgehen und dann insgesamt wieder angemacht werden mit einer Schaltung. Fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert. Aber das zeigt, solche Fragen können Sie nur mit vielen gemeinsam lösen. Das kann nicht einer alleine bewerkstelligen. Dankeschön dem Landrat, Dankeschön dem Stellvertreter. Ab mit euch. Dankeschön für die erste Runde. So, wir sind hier am Stand von Frau Müller. Worauf passen wir hier auf? Wir passen auf die 100 E-Meile auf. Das ist eine Ausstellung von Regionen in Deutschland, die schon sehr weit sind beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das ist in Nordfriesland jetzt auch der Fall? Das war in Nordfriesland schon vorher der Fall, aber jetzt wird es offiziell der Fall sein, ja. So, zum Offiziellen heißt immer, man steckt jemanden so eine goldene Schulterklappe auf bei der Feuerwehr. Was haben Sie mitgebracht? Wir haben ein neues Aufnahmeverfahren der 100-EE-Region und da schauen wir nicht nur, wie der Anteil von erneuerbaren Energien ist, da ist Nordfriesland natürlich Spitze in Deutschland. Wir schauen auch auf andere Sachen, zum Beispiel auf der Handlungsebene gibt es ein Konzept oder werden Bürger mit einbezogen und jetzt im Zuge dieser Erstellung des Klimaschutzkonzeptes möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ganz toll ist, was Nordfriesland schon geschafft hat. Und deshalb haben wir eine Urkunde mitgebracht zur offiziellen Auszeichnung als 100-EE-Region. Die darf ich Ihnen übergeben. Die Urkunde wurde von unserem Projektleiter Herrn Moser unterzeichnet und vor allem von Herrn Durchschmidt, Ministerialrat im Umweltministerium. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt muss man mal Hände schütteln, das dürft ihr mal offiziell machen. Und zeigen Sie mal nach vorne in die Kamera. Wo kommt die jetzt hin, sozusagen in die Wand der 1000 Urkunden des Landkreises, des Land, oder wie sehen Sie es? Also wir kennen ja diesen Werbespruch, hängen Sie es zu den anderen. Das ist natürlich für uns eine Auszeichnung und wir wissen das auch zu würdigen. Und die wird auch einen Platz finden in unserem Klimaschutzkonzept, ob sie mal mehr im Büro hängt oder nicht weit davon entfernt, das werden wir noch entscheiden. Aber wir meinen das auch ernst. Und insofern wollen wir auch, was die Gemeinschaft der Energieregionen angeht, da auch einen aktiven Part spielen. Und insofern ist das gut, dass wir jetzt auch offiziell dabei sind. NF heißt also nicht nur Future, sondern Nordisch Frisch und wir sind dabei. Der Norden führt. Das heißt, ja. Nicht schlecht, alles klar. Dankeschön und Dankeschön Frau Müller, Dankeschön Herr Hase. Danke. Bei mir ist Elke Kirchner, die Genossenschaft, das ist die Genossenschaft, was ist das für eine Genossenschaft? EE4 Mobile EG. So viel E habe ich noch nie gehabt. Alles mit Energie oder was ist es? Erneuerbare Energien für Mobilität, das bedeutet das. Das steckt dahinter. Was machen Sie da, Frau Kirchner? Ich bin die Projektleitung und wir haben in diesem Jahr 22 Ladestationen für E-Bikes geschaffen in Nordfriesland, wie man hier auf dieser Karte sieht. Zeigen bitte. Okay. Ne? Ja. Und so kann man jetzt von St. Peter bis Tonnern durchgängig radeln mit dem E-Bike und zwischendurch kostenfrei tanken. Dauert das Tanken ja immer ganz lange, dass sie da 3 Tage stehen muss, bis das Ding wieder voll ist? Ja, wir haben natürlich auch an die Hotels gedacht, die können wir natürlich nicht. Man kann zwischendurch, sag ich mal, einen Kaffee trinken oder was essen gehen, dann lädt man halt eine Stunde nach. Mhm.
E-Bike laden nach, man fährt nie einen Akku ganz leer. Nun haben Sie gerade gesagt, 22 Stationen, sind die, muss man die irgendwie ganz doll suchen oder sind die auf der Karte, bloß weil ich weiß, in Husum ist eine, weiß ich ja noch nicht wo. Wir haben einen Flyer entwickelt, natürlich wie immer gibt es Flyer, da sind die Punkte eingetragen und da, zu den Nummern sind dann die Adressen auffindbar. Und das geht für alle Fahrräder, die E-Bike sind? Ja, fast. Natürlich. Wir haben das Panasonic Mittelrad, wie heißt das? Mittelantrieb. Ja. Das Ladegerät haben wir, da haben die Station auch die Ladegeräte. Ah, ja. Einige haben auch für Bosch und Giant die Ladegeräte da. Und ein E-Biker hat oft auch sein eigenes Ladegerät dabei, damit er in der Not an der Steckdose nachtanken kann. Haben Sie ein Ziel, wo Sie sagen, aus 22 machen wir irgendwann 100? Nee, wir können uns noch erweitern. Auf jeden Fall, die Inseln sind noch mehr mit dran. Aber wir gehen jetzt weiter und sagen auch Autoladestation. Das ist der nächste Schritt der Genossenschaft. Und so bleiben wir am Ball. Das will ich genießen als Genosse. Danke. Wunderbar. Alles Gute für Sie. Danke. Okay, Frau Niemann, SAT Sonnenalternativtechnik. Was ist denn die Alternativtechnik? Sonne weiß ich. Was ist denn noch? Wir haben Energiekonzepte von bis. Bei uns können Sie auch einen Kleinstwindgenerator bekommen, solarthermische Beratung. Hm. Also. Und jetzt stehen wir hier bei einem Elektroauto. Richtig. Das gehört sozusagen auch ins Paket. Liebe Eltern, für Kurzstrecken gibt es in dem Auto eine 6. Sehe ich gerade nicht. Was ist denn das Schöne am Elektroauto? Man hört es nicht kommen, man hört es nicht fahren. Ja, das ist eigentlich das Schönste. Für mich ist das so, das hat so ein Autoscooter-Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin also ganz begeistert auch von dem Delta 1, den wir hier sehen können. Im Autoscooter-Feeling sind Sie doch noch drin, erzählen Sie mir doch nichts. Nein, das ist nicht mehr ganz so. Aber das Schöne ist wirklich, ich habe heute also Lars das erste Mal mitgenommen. Und das Schöne, finde ich, für mich persönlich ist wirklich das lautlose Anfahren. Ja. Ich merke einfach nicht, dass der Motor schon läuft. Das Geräusch fehlt, aber gerade das macht den Zauber aus. Gibt es ganz, ganz viele Skeptiker. Wie überzeugen Sie die sagen, Mensch, also lieber ein bisschen Motor hören, nachher höre ich ja nicht auf der Straße und ich kann ja gar nicht tanken oder ähnliches. Wie überzeugen Sie denn die Skeptiker? Also in der Tat ist das ein Problem, dass man wirklich diese Autos nicht hört. Da muss etwas passieren, weil wir einfach da automatisiert sind. Wenn Sie sich selber mal beobachten und an der Straße stehen, dann werden Sie merken und feststellen, dass Sie gar nicht sehen, dass das Auto kommt, sondern dass Sie es erst hören. Hm. Und das wird ein Problem werden, aber da werden wir reinwachsen und das wird funktionieren. Und das Problem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz klar im Moment. Aber daran arbeiten wir. Natürlich. Sie sowieso. Ja, selbstverständlich. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Toi, toi, auf alles, was kommt. Und wenn man neugierig ist, man kann Sie fragen. Immer. Danke. Gerne, vielen Dank. Jo, da steht Moin Moin drauf und neue Energien. Und jetzt bin ich hier am Stand der Aktivregion Nordfriesland Nord. Jetzt müsste ich Sie ein Stückchen fragen. Wir reden über Aktivregion Nord und das Thema Bioenergie, Modellregion. Und sogar, es gab sogar eine Auszeichnung. Was steckt denn dahinter bei Ihnen? Ja, wir sind. Vielleicht sagen Sie ganz kurz einen Satz zu sich, damit die Kollegen im Fernsehen auch wissen, wer Sie sind. Okay, mein Name ist Carla Krese. Ich bin Regionalmanagerin in der Aktivregion Nordfriesland Nord. Und wir haben, ich weiß nicht, war das 2009, an einem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Ging es um Bioenergieregion, ja, und den haben wir gewonnen und haben seitdem auch unseren Projektmanager Thorsten Schmidt-Baum dabei, der unsere Bioenergieregion sozusagen auf den Weg bringt. Mhm. Welche Energiepotenziale schlummern denn noch in Nordfriesland und kann man die noch weg? Ja, vor allen Dingen auch Energieeffizienzpotenziale, also zum Beispiel, wir führen einige Studien durch zu Wärmenetzen. Mhm. Und natürlich auch Potenziale, jetzt besonders jetzt bezogen auch auf Bioenergieregionen, dass andere Substrate gesucht werden als jetzt konkret Mais, um die Biogasanlagen zu füttern. Mhm. Kommen auch Leute zu Ihnen und sagen, bei Ihnen kann man auch was lernen? Ich denke, wir arbeiten mit den aktiven Menschen vor Ort und da ist ganz, ganz viel Wissen und wir lernen zusammen. Also, und sind Sie auch gleichzeitig sozusagen im nächsten Jahr aktiv Region verantwortlich oder ein Kopf oder ähnliches? Gibt es so Ziele, wo Sie sagen, was möchten wir im Jahre 2012 erreichen? Ja, wir haben demnächst Windgas, ist ein Projekt, was in Uhlebühl umgesetzt werden soll als Studie, das erstmal zu untersuchen. Ich selber bin schon Bezieherin privat von Windgas über Greenpeace, aber es ist natürlich wunderbar, wenn hier ein regionales Projekt Windgas umgesetzt wird. Haben Sie einen besonderen Wunsch ans nächste Jahr, wo Sie sagen, das und das würde ich mir wünschen, wenn das und das passiert?
Ja, gerade so im Bereich Mobilität wäre das sehr, sehr schön, wenn wir da Projekte auf den Weg bringen könnten, auch mit erneuerbaren Energien. Wir haben am Anfang auch das Projekt Erneuerbare Elektromobilität auf den Weg gebracht. Das wurde hier auf der Messe in Husum gestartet als Genossenschaft. Und wenn da ganz viel Wind von hinten kommen würde, also nicht nur ja, durch sehr viel Aktivität, also die Genossenschaft ist schon sehr agil unterwegs und also gerade dieser Genossenschaft wünsche ich noch sehr viel Unterstützung hier aus der Region. Ich drücke den Daumen dabei. Toi, toi für Sie und für alles, was kommt. Ja, danke. Okay, neben mir steht Nathalie Eckelt. Das Stichwort heißt Halliggemeinschaft, Biosphäre, Halligen. Das sind ja eigentlich drei Begriffe. Halliggemeinschaft, Biosphäre und Halligen. Ist das etwas Zusammenhängendes? Auf alle Fälle. Bei Halliggemeinschaft, dass Hallig gedoppelt ist, ist einfach damit zu begründen. Es geht um die Halligen. Die Halligen sind Teil des Biosphärengebietes im nordfriesischen Wattenmeer, also Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen. Da kommt Biosphäre her, weil im Reservat wollen die Halligen nicht wohnen, die Halligbevölkerung, deswegen ist es einfach nur Biosphäre Halligen. Und Halliggemeinschaft, weil das ist etwas von den fünf großen bewohnten Halligen, ein gemeinsames Projekt, also eine Gemeinschaft, die sich gegründet hat, die Interessen der Halligen zusammen vorwärts zu bringen. So quasi Regionalentwicklung im Rahmen Biosphäre. Und es geht um diverse Themen. Eigentlich Leben oder Zukunftssicherung auf den Halligen, Daseinsvorsorge, alles, was mit dem Standort Halligen zu tun hat. Ich sehe hier gerade so ein Spiel für die Grundschule, da wart ihr gerade dabei und ihr dürft ja gerne weiterspielen, um Aha-Erlebnisse mitzugeben. Was ist denn ein Aha-Erlebnis? Was ist denn ein Aha-Erlebnis, wenn man das Spiel gespielt hat? Ein Aha-Erlebnis. Man lernt die Halligen kennen, weil meistens, okay, wenn man regional vor Ort ist, kann man mit den Halligen was anfangen. Ja. Ich habe lange Zeit in Kiel gewohnt, da waren so Halligen die Gift, aber sind so weit weg, weiß ich nicht. Also man lernt die Halligen kennen. Nebenbei lernt man noch ein bisschen kennen Klima, Klimawandel, was hat es damit auf sich, so in einfachen Fragen formuliert und es geht auch so ein bisschen um die Halligen dabei. Das ist so das RH, man kann so ein bisschen regionales erleben. Und sind Sie heute ganz alleine hier, muss ich sagen? Eigentlich sollten es ein paar mehr sein. Hat das auch was mit dem Klima zu tun? Ja, da streiten sich die Experten, könnte man sagen, ist es Klimawandel oder ist es nur das Wetter, das gerade so ein bisschen widrig ist. Ich denke schon, dass es eine Mischung aus Klimawandel und beidem ist. Ich wollte heute mit Vertretern von der Hallig Nordstrandisch Moor hier sein, die auch Kinder haben, die das mitentwickelt haben. Leider haben sie ein bisschen schlechtes Wetter gemeldet, ein bisschen viel Wasser und das heißt, die Hallig Bevölkerung von Nordspanisch Moor kam einfach nicht runter wegen Land unter. Das ist eigentlich ein Thema auch auf den Halligen. Zurzeit informieren wir über die Halligen, wenn man sagt, wir reden bis zu 7 Meter über Veränderung, also 2, 3 scheint ja sogar gar nicht mal ganz unrealistisch zu sein. Das bedeutet ja für einige Halligen, ich will nicht sagen das aus, aber massive Notwendigkeiten, was zu tun ist. Das auch ein Thema auf den Halligen, dass man sagt, für die nächste Generation wird damit schon ernsthafte Probleme haben? Also auf den Halligen ist es Küstenschutz eigentlich immer Thema, so schon in der Entstehungsgeschichte her. Kein Wunder, die Häuser sind ja immer auf Warfen gebaut, sieht man hier gar nicht mehr. Ne, Kamera hier, das ist Sturmflut, da ist keine Hallig mehr zu, ist nur noch sozusagen die Warf zu sehen. Bei dem Bild hat man noch, wie sieht das Land denn eigentlich drumherum aus? Also Küstenschutz war immer schon Thema. Frage, machen Sie auch Urlaub auf den Halligen oder sagen Sie, das ist für mich Beruf, aber nicht Beruf? Nee, ich mache durchaus auch Urlaub auf den Halligen, wobei es eher so verlängerte Wochenende sind. Und ansonsten ist es schon manchmal ein bisschen schwer zu trennen, wenn man als kleine Welt, und da ich beruflich doch sehr viel da bin, das zu trennen. Aber es ist schon so, wenn man auf den Halligen ist und sagt, ne, ich bin hier privat da, dann lassen die Leute auch zufrieden. Also weil denen das selber ganz klar ist, in dieser engen Räumlichkeit, da ist das Private einfach wichtig. Sprechen auch Plattdeutsch und Friesisch? Nee, ich verstehe Plattdeutsch. Ich bin zwar gebürtige Ostfriesin, aber dadurch, dass meine Eltern zugezogen sind, haben wir nie Platt zu Hause gesprochen. Aber sie können hier gerne auch Platt schnacken und ich antworte und das wird. Frau Eckelt hat Lobzug auch zu Recht. Ich wünsche euch bei Felspaus, nicht? Tschüss. Jo, schönen Dank. Danke euch auch. Auf geht's. Danke. Ich bin radioaktiv, das heißt, ich arbeite beim Radio und da ganz aktiv, habe auch eine Ausstrahlung, aber Aktivregionen haben eine ganz andere Ausstrahlung und das ist wichtig, dass man sich die mal ein bisschen anguckt. Es gibt viele, viele Aktivregionen in Schleswig-Holstein. Eine ist die Aktivregion Utlande. Da passiert ganz viel, Frau Büttner, und sicherlich sagt man nicht nur, wir machen dasselbe wie alle anderen, sondern Sie haben was Besonderes. Ganz genau. Also wir haben in unserer Entwicklungsstrategie auch das Thema Energiewirtschaft an ganz oberste Stelle gestellt. Und bei uns gibt es ein Energienetzwerk Utlande. Das ist so besonders daher, weil sämtliche
Inseln und Halligen, die zu unserer Aktivregion gehören, zusammenarbeiten möchten und etwas gemeinsam entwickeln möchten. Und ganz als erstes ist auf Pellworm was passiert. Pellworm ist ja ganz bekannt für die Energieaktivitäten und dort wurde im Rahmen eines Projektes der Aktivregion das Energiekonzept fortgeschrieben und etwas Ähnliches passiert jetzt auf Föhr und Amrum. Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein ganz besonderes Projekt, was jetzt gerade in der letzten Woche als sogenanntes Leuchtturmprojekt durchgegangen ist, nämlich das St. Severin-Haus in Tinnum auf Sylt. Und da steht meine Kollegin neben mir und kann da sicher genaueres zu sagen. Grüßen wir erstmal Jürgen Feddersen auf der Insel von mir, dann haben Sie schon mal 50% der Miete drin. Der rührt auch immer ständig in einem Topf, aber das Thema St. Severin-Haus, Frau Ebsen, sieht jetzt schon fast fertig geplant aus, obwohl das noch einige Bilder sind, wo noch gemalt wird. Was verbirgt sich dahinter? Das St. Severin-Haus ist von der Kirchengemeinde Keitum und dem Pastorenpaar Reimann initiiert worden. Also nicht mehr Traugott Gießen, der da früher sein Unwesen trieb? Nein. Familie Reimann hat das vorangetrieben und ich komme von der Firma Ergotop aus Kiel und wir machen unter der Leitung von Professor Kinias eine wissenschaftliche Leitung. Und es ist sowohl ein Projekt, bei dem der soziale Aspekt Jung und Alt zusammen wohnen im Mittelpunkt steht, als auch wie heute auf der Klimamesse die Energieeffizienz. Mhm. Und dazu haben wir ein innovatives Energiekonzept entwickelt. Wenn Sie jemanden das beschreiben sollten, was unterscheidet das St. Severin-Haus von anderen Häusern mit ähnlichen Gedanken? Machen Sie mehr? Ist auch der Netzwerkgedanke ein besonders wichtiger Gedanke? Oder was ist sozusagen da am Mittelpunkt, wo Sie sagen, das macht uns besonders? Der Netzwerkgedanke bestimmt, sonst würden die Pastoren nicht mit wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man vorankommen will, muss man mit Wissenschaft zusammenarbeiten, Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, innovative Technik auszuprobieren. Und das ist in dem Projekt natürlich, wenn es denn durchgesetzt wird, gelungen. Wie sieht Ihr Alltag da aus in dieser Vorbereitung dieser Tage, Wochen und Monate? Müssen Sie jeden Tag nach Sylt und wieder zurück oder reisen Sie rum und erzählen Sie zurzeit über das, was Sie vorhaben? Dank der modernen Technik muss ich nicht reisen und es geht sehr viel per E-Mail und wie man auf dem Plakat aussieht, durch Grafiken und alles kann man das den anderen Menschen auch näher bringen, ohne vor Ort zu sein. Mit der richtigen Energie von Pellworm. Richtig, ja. Ja, Pellworm war nun mal ein Vorreiter in unserer Region und man kann sich von Pellworm viel abschauen. Von Pellworm lernen heißt Siegen lernen. Ja, richtig. Wobei Sylt ja auch kein schlechter Arbeitsplatz wäre, um es mal so zu sagen. Ja, es gibt auch einige, die sagen, Sylt ist zu teuer zum Leben, aber schön zum Erleben. Stimmen Sie zu? Nein. Ja. Danke. Walter Vorbeck steht neben mir und Walter Vorbeck und Pellworm, ist das eine Liebe, ist das ein Auftrag, ist das ein Paket, wo Sie sagen, ich hätte gar nicht gewusst, was Pellworm alles bietet? Es ist eine Liebe. Ich bin vor über 20 Jahren dahin gekommen und bin eigentlich Kulturwissenschaftler. Ich habe also ein Museum und ein Archiv, das ich normalerweise betreue und bin in den gesamten Sektor der regionalen Entwicklung hineingewachsen, weil wir Expo-Gemeinde für Schleswig-Holstein waren und ich das gemanagt habe. Sehen Sie, ich bin Diakon, das ist auch nicht anders. Das kommt noch dazu, dass ich im Kirchenvorstand und so weiter auch aktiv bin. In kleinen Regionen, in Kommunen bemüht man sich vielfältig. Jetzt geht es um Energie, die Insel Pellworm als Modell für den ländlichen Raum. Es geht um Energie, weil wir ursprünglich schon seit dem Beginn der 90er Jahre die Vorstellung hatten, als Insel in einer bestimmten Form die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Es geht aber um viel mehr. Es geht auch darum, dass der ländliche Raum jetzt wieder gestaltend in einen großen Zusammenhang eingreifen kann, dass er Dinge produzieren und veredeln kann und dass damit Wertschöpfung in die Region kommt. Dass Menschen wieder Zukunftsperspektiven kriegen, um auf dem Lande auch wirtschaftlich erfolgreich zu leben und zu wirtschaften. Was hat zurzeit die Insel Pellworm und die Bewohner davon, dass sie sozusagen hier an vielen Stellen Vorreiter sind? Kommen Leute und werden neugierig und lernen auf Pellworm? Wir sind Vorreiter und werden dadurch in den nächsten Schritten wieder Vorreiter. Wir haben jetzt eine Zertifizierung für klimafreundliche Ferienwohnungen zusammengestellt und entwickelt, dass wir europaweit als Kopiemodell anbieten. Wir haben es auch im Zusammenhang mit vielen anderen europäischen Inseln entwickelt, aber wir haben es bei uns entwickelt und plötzlich ist
die Konkurrenz zwischen Tourismus und Energieerzeugung aufgehoben. Sie ist sogar umgekehrt. Die Touristiker werben mit unserem positiven Image der Energieerzeugung. Das heißt, Sie haben jetzt Franzosen, Holländer, Engländer, Dänen, Schweden, alle kommen oft nach Pelvorm und gucken, was ist. Die haben wir eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre. Also wir hatten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eine große Welle Energietourismus und das läuft auch wieder intensiver an. Und wir bedienen es auch von touristischer Seite durch Informationen, durch Führungen zu den Themen und so weiter. War es ein gutes Jahr für Sie? Es war ein ausgesprochen gutes Jahr. Wir waren nämlich Gewinner der Energieolympiade und hatten plötzlich 30.000 Euro, die wir bürgernah ausgeben konnten und selber entscheiden konnten, wie wir das Geld für uns einsetzen. Sieger ohne Doping ist besonders schön. Das kommt noch dazu. Danke Ihnen, alles Gute für Sie. Bye-bye. Danke. Jetzt habe ich den Namen genannt. Regenerative Energien, wir sind gerade an der Hermann-Tast-Schule sozusagen mit einem Stichwort und die Lütting-Schüler-Technik-Akademie ist hier mit dabei, so habe ich das gelesen, ist das eigentlich richtig, was verbirgt sich dahin? Da sind so viele Namen. Ja, die Lütting-Akademie oder Schülertechnik-Akademie, die ist gegründet worden durch die Innovationsstiftung. Wir sind ein kleiner Ableger davon, der an der Hermann-Tast-Schule agiert. Und bei uns macht der 13. Jahrgang im Rahmen des Lütting-Programms den Projektkurs Regenerative Energien. Und jetzt haben Sie hier eine riesen Antenne. Ich dachte immer, das würde man nur nutzen, um irgendwie sozusagen ein neues Satellitenprogramm aus Brasilien zu empfangen. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, sieht aus wie so eine Antenne, nennt sich auch Parabolspiegel, aber der dient nicht dazu, um irgendwelche Radiowellen einzufangen, sondern um die Sonne einzufangen, zu bündeln und auf den kleinen Wassertank, der da in der Mitte ist, zu lenken. Mit diesem Wassertank oder in diesem Wassertank entsteht dann natürlich Dampf mit hohem Druck. Und dieser Druck ist dann dafür da, in einem zweiten Behälter Wasser in eine höhere Ebene zu pumpen. Das Ganze passiert immer stoßweise. Und wenn ich das Wasser in einer höheren Ebene habe, habe ich eine Latentenergie, die ich dann über eine Turbine wieder in Energie umwandeln kann. Und sieht das so aus, als wenn die Schüler beim Modern die Alufolie geklaut haben? Ist das alles selbst von denen gebaut oder ein Teil davon? Oder muss man alles kaufen und die sollen sich das nur angucken? Nein, das ist alles selbst gebaut. Auch der Spiegel ist mal von Schülern zusammengebaut worden. Den gab es allerdings im Bausatz. Weil die Schüler können nicht so gut das Aluminium schneiden. Der Rest ist selbst gebaut und die geklaute Aluminiumfolie, die dient dazu, die Kabel und Schläuche vor der Hitze zu schützen. Im Brennpunkt des Spiegels kriegen wir bei Sonneneinstrahlung schlappe 800 Grad. Da kann man auch eine Frikadelle vorhalten, die wird auch heiß. Ja, die Frikadelle wird auch heiß und die Gabel lässt man dann rechtzeitig fallen. Danke, Herr Adler. Toi, toi für Ihr Projekt und für Ihre Schüler. Ja? Kann losgehen. Neben mir steht Hinrich Winter. Herr Winter, Energie auf der einen Seite ist jetzt Thema bei Ihnen, wird Schul- und Berufsausbildung großgeschrieben. Warum? Was haben Sie davon? Können Sie den Schülern was Praktischeres beibringen? Merken Sie ein bisschen mehr, wo es lang geht und wie hängt das Ganze mit dem Projekt hier zusammen? Für uns ist eigentlich wichtig der Schwerpunkt zwischen Übergang zwischen Schule und Beruf. Wir versuchen den Schülern durch nachhaltige Projekte Praxisbezug zu bekommen, denn für die Zukunft gibt es hier in Nordfriesland Arbeitsplätze und wir versuchen in unserer Schule schon Lerninhalte mit erneuerbaren Energien den Schülern rüberzubringen, damit sie später hier bei uns in der Region auch einen Arbeitsplatz bekommen können. Das müssen Sie fragen, seit wann gibt es diese Projektarbeit? Oder andersrum, sind schon sozusagen einige in den Beruf rübergegangen, wo Sie sie heiß gemacht haben auf den Job? Wir machen diese Projektarbeit schon seit über 10 Jahren. Ja. Die ersten sind jetzt gerade in Flensburg bei Herrn Professor Hohmann rausgekommen als Energie- und Umweltmanagement-Absolventen. Und das sind so die ersten Früchte, wo wir sagen können, dass unser Weg, den wir beschritten haben mit unserer Projektarbeit, Früchte erhalten.
So wie ich das bei Ihnen höre, ist das nicht ein Projekt, das Sie machen müssen, sondern eins, was Sie machen wollen. Ja, und das Entscheidende dabei ist, das ist nicht nur alleine meine Person, die das macht, sondern wir haben ein Kollegium, was dahinter steht. Beim Projekt Elektromobilität haben über 15 Kollegen mit 200 Schülern an dieser Projektarbeit über ein Jahr mitgearbeitet. Und das ist also nicht nur eine Sache, die ich persönlich mache, sondern auch eine Sache, die eben von der ganzen Schule entsprechend getragen wird. Und bei den Schülern kommt es an? Ja. Also wir haben wirklich Erfolge, dass überall in den Firmen, die jetzt wie Pilze aus dem Boden gesprungen sind, die Schüler schon ihre Arbeitsplätze gefunden haben und fühlen sich da sehr glücklich drin. Toi, toi, toi für Ihr Projekt. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Wir sind fröhlich und ich freue mich für den Niebel, ne? Wenn in meiner alten Heimatstadt Niebel sowas Gutes auf den Weg gebracht wird. Ja, klasse. Sieht gut aus. Okay, das Energiesparteam der Schule stellt seine Projekte, seine Entwicklung vor und Besucher können auf dem Energierad, auf dem ich hier gerade sitze, oder besser hocke, so muss ich mal sagen, erfahren, was geht, oder besser erradeln, wie wertvoll Energie ist. Das ist ein Projekt der beruflichen Schulen in Husum, also der beruflichen Schule des Kreises. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, das vorne weg. Jetzt geht mir ein Licht auf und das ist schon mal ganz klar. Wie schnell muss ich denn vorne mit anleuchten? Das haben wir gleich. So, ja. Mir reicht das, ja. Ich bin schon ganz schön fröhlich dabei. Gut, wunderbar. Was kann denn der Besucher aus seiner Energieradbilanz ablesen? Was kriegt denn der dann mit? Kann er denn sagen, das schaffe ich nie oder was lernen? Also ein Gefühl dafür, wie wertvoll Energie ist, wie schwierig es ist, Energie zu erzeugen und was für einen Stellenwert sie hat. Und wir können dir sagen, sie sind gefahren 10 Minuten, 10 Sekunden gerade eben. Wenn sie Fernsehen gucken wollten, müssen die dreimal so lange fahren. Also muss der Tatort kürzer werden in Zukunft, damit das funktioniert. So ist es. Und das binden wir ein, wir machen Energie greifbar, handhabbar, Zahlenwerte, Kilowattstunden und so weiter sagen gar nicht viel aus. Und hier merkt man mal wirklich, wie wichtig Energie ist und wie schwer sie zu erzeugen ist. Also meine Kraft würde nur für Mainzelmännchen reichen. So ungefähr. Dankeschön, das war alles Gute. Ich gebe noch ein bisschen Gas, das ist schon schön. Jetzt geht es um das Thema Apfelprojekt, Christings. Was ist denn ein Apfelprojekt? Ist das nach dem Motto, das ist das beste Kernkraftwerk, das es gibt? Ich denke, die Anforderungen an unsere Kinder sind heute sehr hoch. Wir müssen viele Sachen lernen, die wir im normalen Fächerkanon nicht abdecken können in der Schule. Und somit haben wir zwei Firmen gegründet. Einmal eine Imkerei und hier eine Mosterei. Wir produzieren im Jahr etwa 4000 Liter Apfelmost und die besten Kunden sind die Schüler. Das ist, denke ich mal, auch eine wichtige Sache dabei. Und ja, haben sehr viel Erfolg. Wir sind jetzt im zweiten Produktionsjahr und haben bereits jetzt schon sehr hohe Auszeichnungen bekommen, weil bei uns die Nachhaltigkeit und daraus resultierend ein Teil hier, können Sie wunderbar sehen, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und zwar wirklich handlungsorientiert, erlebnisreich und erlebnisnah, so dass jeder das nachvollziehen kann. Und das, denke ich mal, ist das Wichtige. Wir handeln mit den Kindern vor Ort und die Kinder zeigen hier den Erwachsenen, wie es geht. Und im vollen Bezug zur Regionalität, das ist besonders wichtig hier. Früher gab es Schulmilch als Pflicht sozusagen, jetzt gibt es Apfelsaft als neue Chance. So ist es. Wie ist denn das bei euch? Ist das in der Zwischenzeit fast ein Job, wo du sagst, das mache ich auch zukünftig, ich werde Apfelsaftproduzent? Ja, also das macht schon Spaß, also ich würde das auch zukünftig machen. Ihr seid eine Schülerfirma, gibt es bei euch auch einen Geschäftsführer oder ist er der Chef? Ist der Chef, ja. Bist du denn ein guter Chef? Ja, besser. Würde ich auch sagen, es gibt eine schlechte Zensur. Toi, toi. Viel Spaß bei euch. Regionalschule Milch geht mit Grundschulteig. Jetzt gucken wir, jetzt wird hier gebastelt am lebenden Objekt. Ob das denn stimmt nach dem Motto, wir gucken mal, was mit der Kerze passiert. Und was bringen Sie denn jetzt gerade bei beim Thema Klimakiste? Was sollen die lernen mit diesen Experimenten? Also wir haben unser Projekt Klimakiste. Wir machen das so, dass wir im Moment CO2-Messungen innerhalb unserer Klasse machen. Mhm. Und für die Kinder ist also CO2 ja nicht begreifbar. Und deshalb haben wir zum Beispiel, wir haben ein Kartensystem. Wir haben jetzt 9 Klässler und die sind Klasse 1 und 2. Ja. Und die Großen haben die Experimente gemacht und entworfen und selbst ausprobiert und haben sie mit den Kleinen gemacht. Mhm. Um den Kleinen eben zu zeigen, so, das ist CO2. So könnt ihr das begreifen. Mhm. Kommen jetzt die Eltern schon an und sagen, das sollen sie mir auch mal beibringen?
Ja, stimmt. Also die Eltern machen zum Teil jetzt Experimente ja auch alleine. Mhm. Haben Sie sich die Experimente ausgedacht? Mussten Sie irgendwo mal lesen, weil es ein Paket dafür gibt? Oder ist da auch jemand, wo Sie sagen, da habe ich ja selbst was entwickelt? Ich habe Gott sei Dank eine Kooperation mit dem Klassenlehrer der 9. Klasse, ja, der eben Physik in Navi unterrichtet, ja, und der eben auch mit den Großen diese Experimente entwickelt hat. Mhm. Und ich bin sozusagen Nutznießer mit den Kleinen, mhm, und die haben uns das eben vorgeführt. Wie oft findet das in dem Schulalltag statt? Ist das einmal die Woche ein Thema oder wie oft machen Sie das? Nein, also wir machen das jetzt eine Langzeituntersuchung. Wir machen also in mehreren Klassen in der Schule haben wir unsere CO2-Ampel, also eine Luftgüteampel, und da machen wir jetzt täglich Messungen. Und da kommen ganz spannende Geschichten raus. Also es ist zum Beispiel so, wenn die Ampel auf rot ist, ist die Luft so, dass sie eigentlich gesundheitsschädlich wird. Mhm. Und das haben wir ganz oft in der Schule. Wir haben ganz oft, dass wir alle Fenster aufhaben und wir kriegen die Ampel nicht auf grün. Mhm. Also unser Heizungssystem in der Schule, das krankt. Und das ist jetzt so eine diese Untersuchung, damit wir nachher Beweise auch haben und sagen können, Leute, wir müssen etwas machen. So geht es nicht. Also zum Beispiel haben wir ganz lange Flure. Wenn jetzt Elternabend ist, muss zum Beispiel der Hausmeister, und wenn hinten am Flur Elternabend ist, den ganzen Trakt heizen, damit die das hinten warm haben. Und das ist natürlich auch eine Vergeudung. Und da arbeiten wir und wollen eben entsprechend an die Gemeinde rantreten. Und gerade wenn es heißt, hier Schleswig-Holstein hat ein Klimaschutzprojekt, ne, dann müssen wir auch ein bisschen dazu beitragen. Das sehen wir jetzt heute Abend in der Tagesschau. Und wenn das in der Tagesschau gelaufen ist, dann werden Sie sehen, schon nächste Woche kommt jemand und sagt, das können wir uns nicht bieten lassen. Toi, 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 alles Gute. Dankeschön. Das Green Network der Energie AG der Nordseeschule St. Peter-Ording und der ökologische Fußabdruck sind jetzt unser Thema. Das ist nicht ganz meine Schuhgröße. Ich habe nämlich 46, aber mein Kollege Nils Sörens von RSA, der hat Schuhgröße 53. Das könnte schon fast passen. Was ist denn ein ökologischer Fußabdruck? Der ökologische Fußabdruck zeigt im Prinzip, was für eine Spur man denn auf der Erde hinterlässt als einzelner Bürger. Und da geht es natürlich darum dann bei uns, dass man diesen Fußabdruck einfach mal nehmen lassen kann. Also dass der mal ausgewertet wird anhand spezieller Fragen, die man da im Laptop eingeben kann. Und dann bekommt man eben ein Ergebnis, wie groß der Fuß denn ist und ob unsere Erde denn reichen würde. Und für den Bundesdeutschen würde das nicht reichen, sondern da bräuchten wir mal mindestens zwei Erden, wenn alle so leben würden, wie wir Deutschen. Was für Fragen sind da drin? Wisst ihr das? Nach dem Motto, was für Fragen kommen da auf einen zu? Was wird so gefragt, um zu gucken, was man eigentlich verbraucht oder ähnliches? Also es fängt eben an. Fängt an bei so Basisdaten wie der Größe des Hauses bzw. der Wohnung und wie viel Strom man eben einfach braucht, ob man mit Pellets heizt, ob man mit Heizöl heizt. Das sind eben solche Basisdaten und das geht dann weiter über Ernährungsverhalten und auch Fortbewegung mit der Bahn, mit dem Auto. Wäre denn dein Fußabdruck größer als der von Herrn Witt oder kleiner? Ich glaube, das nimmt sich nicht wirklich viel. Das ist alles in einem sehr engen Rahmen. Wir haben das andere mal durchexistiert und das ist ungefähr bei allen 2,5 Erden, die wir verbrauchen. Das ist ganz knapp unter dem deutschen Durchschnitt. Und das ist sehr erschreckend, dass man so viel Platz brauchen würde. Aber man kann auch nicht unter einem bestimmten Wert kommen. Es geht gar nicht in einem so industrialisierten Land wie Deutschland. Da kann man den optimalen Wert nicht erreichen. Jetzt muss ich sagen, Green Network haben wir da hinten dran stehen. Das T ist verbunden in den Baum. Was ist denn das Green Network? Ist das Ihr Projekt an der gesamten Schule oder was verbirgt sich dahinter? Also wir sind eine Energie AG bei uns an der Schule. Wir bestehen aus Lehrern, vor allen Dingen Schülern. Das sind die beiden Chefinnen unserer Energie AG und auch aus Eltern teilweise. Und das ist einfach unser Name, weil Energie AG uns zu langweilig klang. Mhm. Und da hatten wir einen Wettbewerb und das ist unser Name geworden und das ist jetzt auch unser Logo. Mhm. Und das zieht sich durch die ganze Schule durch? Ja, also wir haben auch Schüler aus allen Klassenstufen dabei und eben auch Lehrer. Und über die Hausmeister reden wir nochmal, die waren eingeladen, waren nicht dabei. Das fand ich eine gute Antwort. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass immer alle mit im Boot sitzen. Das bringt nämlich nichts, dass einer steuert und mit keiner Ruder passiert. Genau so ist es. Dann drücke ich Ihnen weiterhin die Daumen, euch auch. Dankeschön. Dankeschön. Wir hören von Ihnen. Vielen Dank. Toll, danke. Punkt. Weiter. Super.